Okay. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Okay, wir spielen Mario Bros. 2, falls jetzt noch jemand nicht kapiert hat. Und, okay, ich drehe erstmal meinen Zahnbläser. Gut, wir starten. Ja, schön haben wir gestartet. Erstens, darf ich mich heute wieder über den Emulator aufregen? Andererseits habe ich seit bestimmt 4 Monaten kein Mario mehr gespielt. Also, falls ich die erste Welt schaffe, gratuliert mir. Und um ehrlich zu sein, ich war gerade dabei an 2 Sachen. Also ich meine, ich habe ja den Freitag Vormittag nichts zu tun. Also habe ich zuerst weiter an meinem... Das ist tatsächlich sowas wie Mario Bros. 2, nur dass 3 Spieler maximal auf einem Bildschirm erscheinen können. Und es dreht sich halt die Handlung um meinen bisherigen Lieblings-Let's Player Gobi Todic, der mit seinen Kumpels da ein bisschen auf die Kacke haut. Und mehr von der Story erzähle ich nicht. Für den Fall, dass es jemanden interessiert, meine ich natürlich. Will ich nicht spoilern. Die Steuerung ist ungefähr wie in Mario Bros. 2. Mit, also so, wenn man sich mal Mario Bros. 2 mit einem Super Nintendo Controller vorstellt. Das wäre das dann. Man hat 2 verschiedene... Und man kann sich wie in New Mario Bros. Wii schon in die Blase stecken. Daran habe ich heute gearbeitet. Und den Musiktrack, den nehme ich natürlich selbst auf in meinem Heimstudio. Mein Heimstudio. Also, wie soll man das nennen? Ein Computer, ein Mischpult, Schlagzeug, Piano und ein paar Gitarren. Und das alles durch Billigkabel, die rauschen wie sonst was, verknüpft. Das ist mein Heimstudio. Das könnte ich eigentlich covern. Obwohl Gobi Todic hasst dieses Lied, dann werde ich ihn damit ärgern. Ja, immer wenn ich in meinem Heimstudio aufnehme. Das ist der Grund, warum ich nie gleichzeitig... Also damals habe ich auf meinem Kanal immer Musikvideos gemacht mit... Okay, das erzähle ich später, jetzt muss ich erstmal... Ja, war ja klar. Okay, naja, dann... nee. Wie geht das hier? Okay. Machine, Option... Gut. Okay, warte. Das haben wir gleich. Punktlos, Wesenphase. Scheiße! Okay. Ich wollte den Emulator langsamer stellen, dass ich hier eine bessere Chance habe. Normalerweise kriege ich in diesem Bonusspiel immer... Entschuldigung, meine Nase, muss ich kurz putzen. Normalerweise kriege ich in solchen Bonusspielen immer eine Kirsche am Anfang, zumindest auf der originalen NES. Aber hier wird das, glaube ich, anders emuliert. Oh, mein Mauszeiger. Fick dich, Mauszeiger. Ja, es ist der Despawn. Super. Was jetzt? So muss das. Die Bassline von dem Song finde ich gut. Na, wie dem auch sei. Schaffe ich das immer, aber hier wird das anders emuliert. Deshalb habe ich damals, als ich Mario Bros. 2 auf dem Emulator aufgenommen habe, das war mit Paul. Da waren auch Christian da. Ach, das war schön. Den One-Up nehme ich dann immer, wenn ich sterbe. Das dürfte mir von Nutzen sein. Denn ich werde öfters sterben. So habe ich so ein Gefühl. Also Mario Bros. 2 ist nicht wirklich das Einfachste von den allen. Also nicht so schwer wie Lost Levels. Oder Mario 3 oder Mario 1, aber...
Ich wollte sagen, mit dem ist nicht zu spaßen, aber das ist auch nicht wirklich so. Also das Spiel, das... Wir werden sehen. Nicht, dass ich euch hier die ganze Zeit voll labere. Ja, sonst hätte ich das halt wirklich immer hinbekommen mit dem Ding. Ihr wisst, was wir... Ihr wisst, worüber ich gerade rede. Wenn nicht, dann... Nein! Okay, das war knapp. Das... Ja. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun, als gleich in Level 2 zu verkacken. Doberstern. Da, nimm das. Nimm das. Ja! Scheiße. Jetzt funktioniert die Leiter irgendwie. Na, zurück zu meinem Heimstudio. Ich kann, damals habe ich auf meinem Zweitkanal immer Webcam-Aufnahmen zusammengeschnitten und dann so gesagt, na, das ist ein Cover. Ja, und jetzt habe ich nur noch meine eigenen Studio-Aufnahmen drauf, weil, naja, ein paar Leute haben sich wegen Urheberrechten beschwert. Okay, das sollte ich hier nicht machen. Ich kriege nämlich ganz viele Bonusleben, vorausgesetzt. Ich finde raus, wie man den Emulator langsamer stellt. Nein! Ja, das muss sein. So schrei ich auch immer. So schrei ich auch immer am Frühstückstisch, wenn mir das Messer runterfällt oder so. Oder wenn mir eine Bämme in den Dreck fällt. Nein! Ja. Piss auf, zupft euch hier. Oh, danke! Endlich jemand, der auch mal auf meine Gesundheit achtet. Ja. Ja. Schmeiß den direkt nach unten. Kannst auch nicht irgendwie so nach oben schmeißen, dass der weiterfliegt. Ah, wir sind hier. Du springst auch noch. Pestbeule. Duck Jump geht hier auch nicht. Obwohl so, aber nicht in der Luft. Guckt mich an. Da habe ich erstmal die alten Covers runtergenommen und neue kann ich wahrscheinlich sowieso nicht machen. Vor allem nicht mit Videoaufnahme. Weil ich im Studio, also in meinem Zimmer, wird es mir beim Aufnehmen immer so verdammt warm und dann verkacke ich es verdammt so oft. Da kann ich das erstens schon mal nicht so perfekt machen, vor allem nicht in einem Anlauf. Scheiße. Ja. Nein. Nein. Ja, so geht das. Die werden wir alle brauchen. Ja, nimm nochmal Luigi. Okay, ich wollte die eigentlich alle so alle rein rumnehmen. Jetzt muss ich den Boss mit Luigi machen und ich glaube, das verkacke ich. Und da wird mir dann immer total warm und dann... fühle ich mich gezwungen, mein Hemd auszuziehen. Eigentlich... Nein, das würde ich eigentlich nicht so reinschneiden. Nein. Hier sieht man schon, dass die NES nur 8 Sprites pro Bildschirmzeile zeigen konnte. Na egal. Doodling for the win. Ich hätte es gewundert, falls hier überhaupt ein vierter Pilz existiere. Hier existierte oder existiere. Ich keine Ahnung. Ich bin kein Wörterbuch. Ich bin auch kein Duden. So, alles niedermähen. Und dann kann ich... Dann wird mir einfach so warm. Dann kann ich das einfach nicht im Studio zeigen. Damals... Also wer meine alten Studioaufnahmen, also wer meine alten Webcam-Aufnahmen, die ich dann einfach zusammengeschnitten habe, die Tonspuren habe ich dann noch irgendwie abgetrennt und dann zusammengeschnipselt, die Videoaufnahme dem Movie Maker gemacht. Ja, so geht's auch. Naja, wer die noch kennt, der
Der sieht, dass ich da ungefähr alles beim ersten Versuch mit aufgenommen habe, weil ich keinen Bock hatte, das nochmal zu machen. Bis auf ein paar Spuren, die dann wirklich kacke waren, die habe ich dann einfach rausgeschnitten. Aber im Grunde weiß man, was ich meine. Ja. Ja. Die Kameraführung finde ich irgendwie ein bisschen nervtötend. Aber ich habe die in meinem Spiel anders eingebaut. Finde ich gut so. Ich glaube, ich schneide die Parts pro Welt. Oder pro 10 mal... Nein. Wir haben hier zwei Continues und ich glaube, die werden wir auch bitter nötig haben. Habe mich schon auf ein Bonusspiel vorbereitet. Wer sagt, Super Mario Bros. 2 war sowas wie der schlimmste Teil, dem kann ich nicht wirklich... Also, dessen Meinung bin ich nicht wirklich. Also, ich finde, Mario Bros. 2 hat sowas Eigenes, sowas hier in Richtung... Also, es erinnert mich immer sehr an Terraria, vor allem, weil ich auch selber Blöcke abbauen kann und meine Landschaften formen kann, zum Teil. Und das finde ich so toll dran. Ja. Außerdem kriege ich dann im Studio auch manchmal Frustattacken. Also im... Oh, ich glaube die... Naja. Die Folge ist vorbei, wenn ich das sage. So. Hau ab. Kirschen. Der Hintergrund ist schön schlicht und das... Also der Blauton, der gefällt mir aber wirklich. Die Wüste erinnert mich irgendwie an Minecraft, obwohl ich Minecraft gar nicht so oft und auch gar nicht so gerne spiele. Spring da hoch. Kleiner Fetzer. Ich hatte auch schon... Ich sollte mal im Internet nach ROM-Hacking-Tools suchen, dass ich einfach mal Hagen, Chris und Paul einladen kann. Dass wir dann einfach die Sprites so auf uns ändern, dass wir dann das Spiel mit uns als Hauptfiguren durchzocken. Ha, der kommt doch nicht, ist despawned. Der Stern. Stern glitscht sich durch die Wände von links nach rechts. Das ist ungefähr so das beste Future, was es gibt. Links rein, rechts wieder raus. Aber ich glaube, das habe ich in den übrigen Parts schon genügend gefeiert. Ach, scheiße. Hui. Och nee. Mit dem kleinen schnellen Tod haben wir da aber gute Karten. Voilà. In der Bedienungsanleitung stand, er betreibt Hanteltraining. Nein. Naja. Das Beste war, in der Hotel California Aufnahme, die noch niemand gesehen, also es war kein wirkliches Hotel California, ich habe den Text ein bisschen geändert. Um das auf Videospiele zuzuschneiden. Da bin ich mal so ausgerastet, dass ich meinen Capodaster weggeschmissen habe. Das werde ich irgendwo auch noch reinschneiden. Also so mal zum Thema Studio Wut, dass ich das Gesprächsthema und damit auch die Folge beenden kann. Macht's gut.